Herzlich willkommen aus dem Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden zum Testspiel unserer schwarz-gelben Borussia bei den gleichfarbigen Dynamos. Dritte Liga gegen Fußball-Bundesliga, das am heutigen Nachmittag. Zweiter Test für die Mannschaft von Edin Terzic. Allerdings ist es natürlich immer noch eine in Anführungszeichen gehandicapte Aufstellung, die er ins Spiel bringen kann. Neuzugang, der sicherlich in der U23 zu finden sein wird. Erster Schuss, erster Abschluss. Durch Prinz Anning. Der Prinz schlägt die Ecke auf Mats Hummels. Schade, da hat er Platz gehabt. Steht auch gut in der Luft, aber setzt den dann doch drüber. Sechste Spielminute. Jetzt wieder zurück beim BVB. Anning mit der zweiten Ecke. Und Mats Hummels. Sehr schön. Allerdings auch ganz, ganz, ganz allein gelassen in dieser 13. Spielminute. Wieder die Ecke von Anning. Einfach Wahnsinn. Und ich hoffe, dass der Junge in dieser Saison von Verletzungen verschont bleibt, ja, im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit. Und dass er regelmäßig zu Einsätzen kommt. Die Chance für Dresden und die Parade von Meier. Wahnsinnsparade. Und zu seinem 15. Geburtstag erfüllte sich sein großer Traum. Da bekam er eine Einladung, um beim HSV in der Jugend zu spielen, stand auf dem Sprung zu den Profis. Fehler Hummels, der zweite in diesem Spiel. Und wieder Meier. So, Prinz Anning zum fünften. Diesmal kurz gespielt. Wolfen Papadopoulos, Anning. Papadopoulos! An den Innenpfosten und dann rein. 41. Minute. Das ist exakt gemacht. Ja, er beantwortet die Frage, die ich gerade gestellt habe. Passiert noch was? Es passiert noch was. Halbzeit im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Borussia Dortmund führt mit 2:0. Ja, Mats Hummels, der jetzt am Ball ist, hat die Kapitänsbinde heute. Und jetzt müssen wir aufs Spielfeld gucken. Eberwein zieht direkt ab und Außennetz. Schön genommen den Ball. Und ich wollte sagen, Mats Hummels ist hier der Kapitän, der ein Stück weit wirklich auch der Denker und Lenker heute ist. Dresdens Neuner steht jedenfalls wieder. Borkowski. Und Mats Hummels hat wieder viel Platz und kann wieder mit einem langen Ball den Angriff einleiten. Jetzt schön Tom Rothe mit ganz viel Platz auf der Seite, legt sich den Ball zurück, Flanke in die Mitte und, mein Gott! Leute! Der lag ja ganz frei vorm Tor, ein Meter vorm Tor. Was eine Chance. Gucken wir noch mal drauf. Tom Rothe. Ole Pohlmann den Ball zur Ecke zurecht, kurz ausgeführt. Ja, schön gedacht und schön gemacht von Simic aus dem Halbfeld. Simic. Ja, knapp vorbei. Leon Simic. Simic und dann Knecht. Oh! Der drehte sich ja noch richtig gefährlich rein. Der Ball von Knipping. Borussia Dortmund gewinnt das zweite Testspiel in der Vorbereitung zur Saison 22/23 mit 2:0 nach dem 3:1 in Lünen. Die Tore durch Mats Hummels und Papadopoulos in der ersten Halbzeit
richtig gesagt. Nach der ersten Halbzeit war es eine glückliche Führung.